Yay! Und damit willkommen zurück. Nächste Folge unseres kleinen, ja, Singleplayer rumgebaue Experiments. Also, wie gesagt, wie wir so schön sagen, einfach ein bisschen Gameplay, einfach ganz vanilla, ganz von Anfang an. Nachdem wir angefangen hatten, unsere kleine Bergbank zu bauen, Häusle angefangen hatten zu bauen, machen wir direkt weiter und bauen weiter an dem Haus, wo wir dann einziehen. So, mal nichts. So, wir waren ja dabei stehen geblieben, dass wir noch ein Wildschwein brauchten, um uns endlich mal eine Hose zu leisten. Zieht ein bisschen unten rum. Ah. Reh, guck in einer Richtung. Ja, guck in einer Richtung. Och nö, ernsthaft? Mann! Ein Reh. Toll. Das Reh sehen wir doch nie wieder. So ein hässliches Stück Boom. Mann, die sind aber nervig diesmal. Der kleine Baumkalt. Tschüss, Reh. Oh, 23 Holz. Können wir wieder eine Kleinigkeit was mit anfangen. Oh, Essen nicht vergessen. Unsere Axt ist kaputt. Müssen wir reparieren gehen. Ah, da ist ein Wildschwein. Yay, wir können uns eine Hose, wir können uns eine Hose craften. Die ist natürlich noch besser. Oh, so viele Fischis. Ach ja, Hose. Hose.
das Reh wieder. Neblig, sehr schön. Das Reh ist nass. Erwischt. Ah, Gerbergestell. Ach, was wird der schon wieder? Na ihr beiden, ich komme auf den Drehgeräte. Eben, ob wir noch ein bisschen Feuerstein finden, dann können wir uns diese kleine Feuerstein-Axt noch verbessern. Na bitte. Okay. Die kleinen Bäumchen haue ich jetzt mit einem Schlag um. Das ist okay. Das ist nett. Ah, mehr Essen und so. Da steht jede Menge im Wald. Ups, bist gestolpert. Sehe ich denn da Schönes? Ach, na toll, der hat mich vorher gesehen. Verdammt. Wenn man auf zwei so eine Bäume schlägt, kommt mir immer so vor, als ob der Schaden definitiv geringer wird, wenn nicht sogar halbiert wird. Also pro Bäumchen hier oder so. Jo, würde ich sagen, mal wieder zurück. Essen. Hallo Möwe. Ups. Ach ja, die Ressourcen bekommt man komplett wieder.
wird es langsam interessant mit Bauen. Ja, wie baut man das? Baut man Flachdach oder... Okay, das ist jedenfalls unser Schornstein. Ups, aber gar nicht so einfach, den Punkt zu treffen, dass er auf der Wand stehen bleibt. Dann halt anders. Trotzdem noch auf. Aber gut, okay. Erstmal ein bisschen Dach. Okay. Und wir brauchen wieder Holz. Oh, vielleicht mal Feuer reparieren. Wir können noch Fleisch braten. Ja, und wir haben unsere dritte Fleischsorte. Mit dem Reh.
denn so ein Reh? 35, 25 und das 30. Okay, das heißt nachher dann bei Eigtür. Oder vielleicht auch nächste Folge dann bei Eigtür. Heißt es dann mal eben, haben wir eine etwas größere Auswahl, was das angeht. Und wir haben schon wieder kein Holz mehr, sehe ich. Schon wieder. Naja, komm mal, letzte Holz ins Feuer. Brennt es länger. Und weiter Holz sammeln. Feuerstein. Stimmt, da war ja auch noch was. Sachen, die gebaut werden können, werden übrigens immer oben angezeigt. Oder auch, die aufgewertet werden können. Genauso wie Sachen, die aktuell gebaut werden können, wo man die Materialien aktuell im Inventar hat. So, Stufe 2. Ja, da ist die Wertung doch schon besser. Essen nicht vergessen für Ausdauer. Im Kampf sind wir nicht, also kein gutes Fleisch. Bleibt das Hirschfleisch noch auf Lager. Und ein gutes gibt es hier auch. Das Fleisch verrottet nicht bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Ark oder so. Dass man ein Fleisch hat. Bleibt auch im Inventar oder entsprechend in Kisten. Wovon wir auch noch welche bauen müssen. Was will der denn schon wieder? Ruhe, jetzt mach ich die zum Strand. Jetzt wird es hier aber finster. Obst? Nee, voll Holz, aber liegt schon länger. Was auch immer. Zum Lesen. Sieht schön kryptisch aus, na, lesen wir mal. Als der Allvater Odin die Welten einte, vergaß er weder die Vanir noch die Riesen. Doch jene Kreaturen, die noch älter sind als alle anderen, waren, okay, die größten von ihnen konnten nicht getötet werden, also wurden sie zu Wächtern.
Hallo Handy, mein Gott. Die hier auf Valheim für alle Ewigkeiten als Exilanten umherstreifen würden. Wenn diese Wesen einen Fuß auf die Erde setzten, gibt es ein Beben, das allen niederen Kreaturen durch Mark und Bein geht. Okay. Oh, schon haben wir wieder 75 Holz. Das ging schnell. Ah, noch mehr Holz. Oh, eine Wildsau. Ach, daneben. Bleib hier. Boy, Volltreffer. Wo ist es da? Perfekt. Lass jetzt da oben frei oder nicht? Oh, brauch nicht. Das Dach noch dicht. So, dann holen wir uns mal unsere Werkbank hier rein. Dafür 5 Hirschfell. Ui. Das ist einiges. Aber jetzt kommt zumindest schon mal ein Bett. Ja, ich weiß, ich kann da drin schlafen.
in die Bude. Oh, wie viel Harz haben wir? Genug. Können wir die voll machen. Polster für die Erschöpften. Genau. Als Spawnpunkt. Und jetzt sehen wir hier auch, wir haben ein Haus, wir haben also eine Unterkunft. Mit ein klein wenig Gemütlichkeit von 4, was uns immerhin ein Buff für die Ausdauer gibt. Die geht jetzt nämlich schneller voll, wie gerade eben die ganze Zeit. Ja, im Bettchen können wir schlafen gehen. Guten Morgen. So. Noch was braten. Ja, Holz für eine Kiste haben wir auch noch. Tricksen. Ah, das geht nicht ganz. Bauen wir gleich neu. Ach ja. Echt jetzt? Dort stört die Werkbank. Ah, okay, so geht's. Können wir das auslagern, was wir unterwegs nicht brauchen? So, Haus steht. Na dann, würde ich sagen, bis zur nächsten Wikinger fantastischen Folge von Valheim. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao.